Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warcraft mit unserem Schamanen Grandorak hier am Start. Nach wie vor befinden wir uns in Ashara, haben jetzt hier 3 von 8 Kapitel tatsächlich, also sind da auch schon mal einen Ticken weitergekommen. Und ja, haben hier freudige Goblin-Musik. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter und sprechen mal mit Assistentin Greeley. So, Riesenimbiss. Sammelt 8 verstümmelte Nebelschwingenkadaver von Nebelschwingen-Cliff-Bewohnern. Das können wir schon mal annehmen. Und rätselhafter Azerit sammelt 5 Azerit-Proben an den nahegelegenen Klippen. Auch das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wenn wir Level 20 sind, können wir nämlich direkt mal nach Orgrim mal wieder backgehen und uns das schnelle Reiten holen. Da sind wir auf jeden Fall schon mal einen Ticken schneller dann unterwegs. Und was haben wir hier noch? Bombardierhauptmann Smooks holt 5 Goblin-Mörser-Granaten aus dem Geheimlaborkomplex in Ashara. Okay, so. Gut, wir können jetzt hier... Ich würde sagen, wir holen diese Mörser-Granaten und sollten dann drumherum die ganzen anderen killen können. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Blitzschlagschild natürlich nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, warum das manchmal einfach verschwindet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach wieder aus ist irgendwie. Warum auch immer. Vielleicht habt ihr da irgendwie... Weiß nicht, vielleicht habt ihr da irgendwie einen Tipp oder so. So, den können wir auch mal direkt holen da hinten. Hier ist übrigens noch so ein Azerit, so ein Azerit-Kristall. So gut, nehmen wir den auch direkt mit. Zack, und dann können wir uns hier den Azerit-Kristall schnappen. Ah, da unten ist auch noch einer, sehr schön. Dann nehmen wir den auch direkt mit. Wenn er jetzt schon einmal hier ist, können wir den auch direkt mitnehmen, gar kein Problem. Huch, hallo. So, auf ganz entspannt, einmal einsammeln bitte. Einmal einsammeln, die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, Ashara an sich finde ich auch eigentlich ein relativ schönes Gebiet, obwohl mir das hier so ein bisschen zu außen herum ist, um diesen Bilgewasserhafen. Klar, ne, das gehört jetzt zur Story des Gebiets, aber das ist so ein bisschen... Weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen lang. Ja, wie sagt man, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. So ein bisschen, man muss halt hier komplett, wenn du jetzt hier auf die ganz andere Seite willst, müsstest du halt komplett einmal hier außen rumlaufen, was, glaube ich, denke ich mal, schon viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Vorteil ist halt, dass wir aufgrund der Struktur des Gebietes gar nicht dazu kommen, da einmal so von A nach B komplett laufen zu müssen. Ne, sondern wir werden hier einmal ganz smooth durchgeführt. Das ist dann eigentlich an der Stelle schon sehr entspannt. So, dann können wir hier noch einmal. Ja, und dann sollten wir jetzt noch den einen da bekommen. Und dann war es das auch schon wieder mit den Kollegen hier. Ohne Probleme. So, zack, 8 von 8. Jetzt ist halt noch die Frage, haben wir hier irgendwo noch so einen Splitter? Da hinten haben wir noch einen Splitter. Guck mal, sieh mal an. Übrigens habe ich es gerade eben noch gesagt und schwupps habe ich es vergessen, das Blitzschlagschild zu ziehen. Das sollten wir natürlich immer anhaben. Jetzt fehlt uns noch ein Splitter, den kommen wir gegebenenfalls hier irgendwo. Aber vielleicht ist ja auch keiner mehr, da müssen wir nochmal da unten an den Klippen schauen oder so. Und dann müssen wir uns noch die, holen wir uns noch die Goblin-Mörser-Granaten. Und dann sind wir hier eigentlich schon durch direkt. Frage ist, haben wir jetzt hier irgendwo nochmal so ein paar Splitterchen? Schaut... nicht so aus, aber Azeritproben sollten wir ja eigentlich überall finden, zumindest laut Karte. Dementsprechend mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so viele Sorgen. Na gut, dann steppen wir hier mal kurz rein, holen uns die Bomben aus dem Feuer rausgerettet hier. Ach du Scheiße. Hier, die können wir scheinbar nicht holen. Wenn das hier brennt, ja, okay, so geht's. Nein, so geht's nicht. Mein Gott. Ah, okay, jetzt haben wir sie bekommen. Sehr, sehr schön. Man muss sich hier so ein bisschen ransneaken, dann geht's. Und da haben wir schon die nächste. Sehr, sehr schön. So, hoch, hallo. Mein Gott, nicht hier alles aufmachen. Okidoki, so, und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch so eine popelige Azeritprobe. Aber die könnten jetzt theoretisch hier überall sein, weißt du, gerade eben haben wir zigtausende gefunden gefühlt, also jetzt übertrieben gesagt. Und jetzt sehe ich hier keine einzige mehr. Nicht mal irgendwie ein bisschen
Licht am Ende des Tunnels. Ach, da ist eine. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die alle auf dem Weg hier auch nochmal mit. Das sollte ja kein Problem sein. Zack, und dann können wir noch einmal hier... kurz alles wegkloppen, das geht schon. So, und dann haben wir hier die neue Azerit-Probe, Azerit-Transformation, keine Ahnung, was es ist. Ja, und können die Quest auch schon abgeben, sehr, sehr schön. Dann sollten wir jetzt eigentlich gleich schon Level 17 sein. Aktuell spiele ich auch mit dem Gedanken, gegebenenfalls, wenn ihr dieses Video seht, würde es vielleicht schon soweit sein, dass ich ein Livestream-Classic-Let's Play mache. Also, dass wir einfach mal so ein bisschen in Classic reingucken, zusammen in Virtual Car Classic. Und da einfach mal ein bisschen reingucken. Ich habe mich allerdings von der Klasse her noch nicht ganz festgelegt. Ich tendiere aktuell zwischen Druide oder halt Schurke. Und Schurke tatsächlich aus dem Grund, auf der Hordenseite auch, weil ich damals mit einem Schurken namens Ceroni auf der Todeswache angefangen habe zu WOTLK. Und das war so meine ersten Schritte im WoW-Universum. Deswegen, ja, ist das an der Stelle schon so ein bisschen so ein persönliches Ding für mich. So, was haben wir? Ein Freund der Riesen. Sprech mit Gormungan außerhalb der südlichen Einhaltestelle der Raketen sparen und entlockt ihm das Geheimnis des Ascharids. Ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen so ein persönliches Ding, einfach weil ich sehr, sehr viel damit verbinde. Mit einem Rogue und gerade mit einem Untoten dann auf der Hordenseite. Das würde mir schon heftige Vibes geben. Ja, dementsprechend bin ich halt so ein bisschen unentschlossen. Übrigens, die Quest, hier sieht man es übrigens, welche Quests zu dem Fortschritten hier gehören. Die sollten wir immer annehmen, die auf der Karte angezeigt werden. Untersucht den Schrein der Naga für Torque zweimal mal. Alles klar, tötet 6 Sturmwute der Gnollflossen und 6 Seeruferinnen der Grollflossen. Ja, haben alles sehr spezielle Namen, Menschenskingers. Ja, und deswegen, ne, wie gesagt, könnt ihr euch drauf freuen. Wird natürlich im Rahmen eines Livestreams sein. Einfach aufgrund dessen, dass ich ein bisschen mehr Livestream möchte mit euch hier auf YouTube. Ich habe ja schon die Gründe dafür erläutert, warum ich erstmal nicht auf Twitch streame. Ich mag Twitch von der Plattform für Stream her eigentlich mehr. Aber aufgrund dessen... Moment, wo müssen wir denn... Aufgrund dessen, dass Twitch leider in der Qualität sehr viele Einschränkungen mit sich bringt, habe ich mich dann dafür entschieden, das Ganze auf YouTube zu machen. Und ich meine, es ist ja auch nicht so verkehrt. Da sind wir ja eh alle hier zu Hause auf dem Kanal. Und ja, sollte eigentlich nicht so schlimm sein, würde ich fast meinen. Dementsprechend, ja, macht es mir eigentlich nichts aus, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke mal, wenn die Qualität passt, sollte das für euch eigentlich, denke ich, auch okay sein. Und dann hoffe ich, dass wir uns natürlich da ein bisschen im Stream sehen. Und da so ein bisschen... ja, Spaß zusammen haben können. Und zack. Sehr schön. Aber das sollte kein Problem sein. Ich habe ja auch schon jetzt ein paar Mal New World gestreamt. Und es hat auch wirklich Bock gemacht, mit euch zu interagieren. Fand es auch sehr cool, dass tatsächlich der eine oder andere reingekommen ist. Und ein bisschen mit uns interagiert hat. Hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wie gesagt, wenn wir das Ganze natürlich dann... noch mit viel, viel mehr Leuten auf die Beine stellen könnten. Irgendwie wäre das natürlich ultra nice. Einfach aufgrund dessen, je mehr Leute wir sind, desto mehr Interaktion hat man dann auch. Und ja, wie gesagt, ist einfach was ich extrem feiern würde. Na, okay, wir hätten wir tatsächlich einfach mal auf den Dings warten müssen. Aber die Quest können wir abgeben. Findet die Schlüsselsteinscherbe in der Nähe. Okay, die ist da hinten irgendwo. So, 4 von 6. Dann nehmen wir den auch nochmal mit. Komm mal runter hier, Kollege. Komm runter. So, zack. Einmal die Lava-Eruption. Man muss da auch nicht immer warten, bis die Waffe des Malstroms komplett aufgeladen ist. Das wäre tatsächlich auch Quatsch. Ja, komm. So, sehr schön. Da haben wir die Scherbe. So, was fehlt denn jetzt noch? Seerufer. Müssen wir noch killen. Alles klar. Wir haben übrigens jetzt auch, habe ich mir runtergeladen.
Warum ist Leatrix Plus eigentlich aus? Weiß es gar nicht. Habe ich mir runtergeladen, hier Silver Dragon. Dadurch haben wir den Vorteil. Auto-Quest-Annahme, ja. Wir können Splitter hier direkt wieder abgeben. Dass wir den Ramsch und so in den Taschen direkt verkaufen, automatisch. Kehrt zu Tok zweimal mal an der südlichen Einheitsstelle der Raketenmann Ashara zurück und berichtet ihm von eurer Entdeckung. Alles klar. Das kriegen wir hin. Dann müssen wir die Seerufer noch hier töten. Die hier noch so ein bisschen rumpimmeln. Sollte aber an der Stelle eigentlich auch kein Problem sein. Die Frage ist, wo sind jetzt welche? Hier haben wir eine. Mein Gott, warum laufen die denn immer so bis nach Valhalla? Ich würde den gern runterkicken. Was wird vermutlich nicht funktionieren. Übrigens können wir ja schon mittlerweile unterbrechen. Sehr, sehr cool. Ja, da vorne wird mit Sicherheit auch noch eine Seeruferin sein. Die können wir dann eben mich auch mal mitten wegsnacken. Der Kollege möchte ja auch noch mal ein bisschen was auf die Nase. Kein Problem, kannst du haben, mein Junge. So, Chauffeur beschwören und dann kann es hier eigentlich direkt weitergehen. Jetzt ist halt die Frage, wo hier noch eine ist, ne? Das ist halt die Frage, da hinten läuft eine rum und hier läuft auch noch eine rum, dann können wir die hier direkt mitnehmen. So, zack, einmal die Lava-Eruption da drauf und dann sollte das hier eigentlich gar kein Thema mehr sein. Zack. Ja, dann können wir die Quest wieder abgeben. Dann sind wir hier erstmal durch und sind dann tatsächlich schon Level 18. Also man kann, wenn man will, schon recht zügig leveln mittlerweile in Shadowlands. Das Einzige, was sich vermutlich dann ein bisschen sehr ziehen wird, wäre dann die... Warte mal, eins. Die Levelphase von 60 auf 70. Das ist dann, nimmt dann schon ein bisschen Zeit in Anspruch. So, einmal abgeben. Tötet Lady Silistra und Lady Vestra, indem ihr ihre Kraftsteine deaktiviert. Alles klärchen. Okay, die sind da ganz hinten. Ich würde jetzt aber erstmal das Geheimnis hier lüften. Sollte eigentlich hier kein Problem sein. Müssen wir da jetzt, warte mal. Ja, okay, mit dem sprechen wir gleich. Machen dann erstmal kurz die Quest hier. Wir können uns die parallel hier schon mal durchlesen, weil ich weiß nicht ganz. Okay, wir müssen mit ihm sprechen und das Geheimnis entlocken. Okay, alles klar. Aber wir laufen erstmal hier rüber und geben die Quest da ab. Das sollte erstmal die beste Entscheidung sein. Wie viel ist eigentlich gerade aktuell eine WoW-Marke wert? Würde mich mal interessieren. WoW-Marke 260.000 Gold. Ja, ist schon ordentlich was, aber ja, ich stehe eigentlich gar nicht auf diese Ingame-Transaktion. Also ich stehe auch irgendwie gar nicht darauf, dass diese Fraktionswechsel, Volkswechsel etc., dass das alles so unfassbar teuer ist oder teuer geworden ist. Das ist eigentlich echt gar nicht so mein Stil. Na, ich würde prinzipiell auf diese Dienste zurückgreifen, aber ich finde die halt viel, viel, viel zu teuer. Also 20, 30 Euro, um da die Fraktion zu wechseln. Kann ich eigentlich echt schon fast gar nicht nachvollziehen. Weiß nicht, ob ich da der Einzige bin mit der Meinung, aber ich finde, da ist Blizzard ein bisschen... Na, die Spielzeit für WoW 12 Euro im Monat oder 13 Euro im Monat, je nachdem, was man hat. Na, auch da streiten sich ja schon einige Leute. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass WoW nicht kostenlos ist. Das vermeidet sehr, sehr viel. Also sehr, sehr viele Probleme. Okay, wir können den Kraftstein hier einfach deaktivieren. Genau, das vermeidet sehr, sehr viele Probleme mit Bots und. Also alles Mögliche irgendwie. Und zack. Allerdings ist natürlich auch da das Kontraargument, ne? Ich meine, 13 Euro sind 13 Euro und um ein Spiel zu spielen, jeden Monat für Monat, summiert sich halt auch irgendwann, ne? Ich meine, ich bin da jetzt echt niemand, der rumheult. Also für mich war das nie ein Problem irgendwie, für WoW das Geld auszugeben.
Ganz im Gegenteil, ich dachte mir immer, das ist es mir wert. Auch im Vergleich zu anderen MMOs etc. Aber es gibt ja dann doch Leute, die das auch anders sehen und was man auch nicht unbedingt dann, oder ich sag mal, was man auf jeden Fall akzeptieren sollte, einfach aufgrund dessen, dass es halt ein valides Argument ist. Weil wenn ich sage, ich muss jeden Monat 13 Euro zahlen, um ein Spiel überhaupt spielen zu können, dann ist da schon was dran, wenn ich mich darüber beschwere. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich selber wissen. Ich finde es dann halt nur frech, dass die Transaktionen im Shop dann selber halt nochmal so teuer sind. Also dass man halt wirklich sagt, ne, man zahlt hier, keine Ahnung, unzählige Euros, um dann irgendwie einen Charakter, du zahlst ja selbst für eine Namensumnennung, zahlst ja 10 Euro. Also damit mein Charakter einfach anders heißt, muss ich schon 10 Euro bezahlen. Ja, dass die für diese Dienste Geld in Anspruch nehmen, ist ja vollkommen okay, können sie auch ruhig tun. Nur ich finde halt die Summe irgendwie ein bisschen zu heftig. Also wenn ich so vielleicht 5 oder 10 Euro maximal zahle, um einen Charakter irgendwo rüber zu transferieren oder irgendwie von Allianz auf Horde oder so, okay, da kann man überall noch drüber reden. Aber wir sind ja schon beim Doppelten mindestens. Und ich finde, das summiert sich dann halt schon stark. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit Frostblitz hier auch noch auf die Nase. Mein Gott, lass mich einfach laufen. Und ja, das finde ich dann tatsächlich nicht so cool. Ist zumindest so mein Standpunkt. Hindert mich auch tatsächlich daran, halt einfach mal Charaktere rüber zu transferieren. Bin da so ein bisschen kniepig irgendwie, für sowas dann so viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind fertig mit den Quests hier. Wir geben die einmal ab und kriegen hier so Schuppenhandschuhe. Schwestern des Meeres kriegen wir dann auch. Also ein Erfolgsfortschritt hier. So, und dann können wir auf nicht Erfolge, sondern auf Talente. Und hier mal wieder neue Talentpunkte setzen. Und das ist halt die Frage, welche wir jetzt nehmen. Kraftvolle Winde klingt sehr, sehr gut. Und was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Punkt frei. Feuer und Eis, ja, Totem der Energiespeicherung. Das ist halt die Frage. Eisstoß erhält den Schaden eures nächsten einer von Frostschock. Okay. Dann nehmen wir jetzt hier Frostschock. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass die sich die Ablenkzeit teilen. Aber mal gucken, wir werden es sehen. Also ich glaube halt, Frostschock und Flammenschock teilen sich die Ablenkzeit. Das werde ich gleich sehen. Oder können wir mal kurz hier testen. Dann sehen wir es ja direkt. Okay, ist doch nicht der Fall. Das ändert natürlich einiges. Das ändert natürlich einiges. Das ist schon ziemlich fancy. So, ich habe euch was zum Essen gebracht. Alles klar. Der hat ein bisschen was ausgeplaudert. Das lesen wir jetzt in dem Falle nicht. Na, dauert dann alles immer ziemlich lange. Und, ja, wie gesagt, eigentlich ist die Story eigentlich ganz cool in den Gebieten, um das mal so ein bisschen zu erfahren. Allerdings nimmt das natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Gegebenenfalls machen wir dann hier aber auch an der Stelle nochmal irgendwann so ein richtiges, krasses Rund-Let's Play, wo wir wirklich jeden Text lesen mit allem drum und dran. Besorgt euch ein Abführmittel in Riesengröße von den Gnomenturm in der verfallenen Gegend. Versucht das Abführmittel dem Riesengnomengorn zu verabreichen, okay. So, tötet Bingham, Featherdings und, hallo, lauf doch nicht weg. Junge. Du willst mir eine Quest geben und haus ab? Tötet Bingham, Featherdings, oder Federdings in den verwallenden Gegenden und dazu 4 Netzgewehrgnome und 6 Britzelgnome. Okay, gut, ich würde sagen, wir machen die Quest hier nochmal. Wenn wir jetzt einmal schon hier sind in der Nähe, können wir den ja auch nochmal kurz das Zeug verabreichen. Sollte eigentlich an der Stelle kein Problem sein. Gormungand, dann komm mal her, dann gebe ich dir mal hier ein bisschen was zum... Hallo? Ach so. Ja, die Frage ist, wo kriegen wir das jetzt hin, ne? Her. Ja.
Okay, wir müssen uns erst das Abführmittel besorgen, was wir da hinten kriegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, das verschieben wir dann doch nochmal auf nächste Folge, dass wir uns das Abführmittel holen. Und an der Stelle würde ich mich erstmal wieder hier platzieren. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir auch nochmal ein paar Talente hier bekommen. Also da sind wir auch relativ gut unterwegs. Und ich würde sagen, ich bleibe erstmal hier drin stehen. Schade, dass das hier kein Ruheort ist. Aber ja, an der Stelle, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und gegebenenfalls überlege ich mir auch nochmal, ob wir vielleicht das Schamanen-Let's Play ein bisschen im Rahmen eines Livestreams voranbringen und das dann halt quasi so als Art Ersatzfolge einstreuen, dass ihr auch mal live bei dem Let's Play mit dabei sein könnt. Sprich, wir, anstatt es einfach einzelne Folgen kommen, die ich für mich aufnehme, kommt dann vielleicht mal ein Livestream für 1, 2 Stunden, wo wir dann einfach, ne, viel Fortschritt sammeln können und den Schamanen halt hier hochziehen. Und ja, an der Stelle, liebe Leute, lasst euch gut gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, wann auch immer ihr dieses Video hier seht. Und ja, haut da rein, euer Cyranos. Ciao, ciao.